Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Let's Besauf Minecraft Reloaded. Okay, und Ja. bechert jetzt schon, ja, okay. So, ist irgendwer betrunken von Nein. euch? Ja. Ich muss gerade mal schauen. Ich bin angetrunken. Ich halte ein bisschen mehr aus. Ich bin auch tipsy. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Ich hab Jump macht. Boost. Ja, die Sache gibt Jump Boost. So. Okay. Ne, so nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer Hui. neuen Folge von Minecraft Reloaded. Boah, Alter, wie hoch ich springen kann. Hui! Ich kann einfach mal drei Blöcke hochspringen. Quinn fliegt gleich So. auf und davon. Nee, ich benutze das Auf und Fliegen ja davon. nicht. Ja, und da an der Stelle auch nochmal ein Hallo von mir in die Runde. Alter Nana. Ich hab dich nur mit meiner Faust Ja, und geschlagen. ich habe dich mit meinem Schwert geschlagen. Darauf erstmal ein Fisch-Sandwich. Ja, Ja, gut. ich hab gedacht, da der gute Ösi eine Enderperle brauchte, gehe ich mal vorbei und schaue mir seine Farm an. Ich glaube, seit ich das letzte Mal wirklich hier war, hat sich einiges getan. Na, die Felder sind ja größer geworden. Ja, also ein bisschen von den Feldern kannte ich ja noch, von den Wegen, wo das waren, glaube ich, so die Anfänge. Ich erinnere mich noch an dein Haus am Anfang. So, was An war meinem das? Block, Ja, der da fünf mal gestanden ist, wo fünf jetzt die Felder. Kisten stehen. Diese zwei Doppelkisten sind übrigens immer noch ganz von Anfang da. Die da drüben stehen. Ja, stimmt, die standen Genauso direkt wie an diese deinem eine Haus. Wassertischocke. Ich glaube, die habe ich in der allerersten Folge gesehen. Ja, die Diese Kisten eine standen Wassertischocke. direkt an der Wand von deinem Haus von außen, ne? Da Genau. hattest du die Seeds und sowas drin. Genau. Jetzt habe ich hier ein Reisfeld. Und hier habe ich Weinreben. Oh, das sind Weinreben gewachsen. Das sind Weinreben gewachsen. Mein Gott. Ja, ich überlege tatsächlich, ich versuche ja jetzt in den nächsten Folgen, in der nächsten Zeit, um überhaupt was Sinnvolles zu tun, ein kleines Dorf aus dem Boden zu stampfen. Da gehört ja theoretisch auch sowas wie ein Bauernhof oder was dazu. Aber wenn ich mir deine Felder so angucke, kann ich den relativ klein halten. Ey, wo sind meine Weintrauben? Du Spaken! Hier sind meine Weintrauben wieder! Da drüben sieht man übrigens wann was, kleine Behausung. Ich glaube, wir machen gleich mal So einen funktioniert das nicht. Rundflug. An der Stelle nochmal, ich mache mal das ganz kurz das Nein. Inventar auf. Ich quatsche euch jetzt einfach dazwischen, ihr zwei. Denn dank Nein. dem lieben Bobank kann ich fliegen. Ja, den Engelsring, den hat er mir geschenkt, weil ich einfach Oh, fuck. irgendwann mal rumgejammert habe über meine Abstürze beim Häuserbau. Verkackt. Nein, Der warte, Ösi macht's was? kaputt. Barriere Dafür des hab's Zunder, verkackt. meinst du? Sind das Glowstone-Zäune? Sehe ich das richtig? Ja, es sind Glows. Im Endeffekt sind das von Carpenters Ach, das sind die diese Zäune. Carpenter-Blöcke, ne? Genau, und da kannst du halt alles Mögliche reinklatschen. Ja, genau. Das habe ich schon mal gesehen bei Gronk. Kenn ich nicht. Nie gehört. Ja? Nee, ich auch nicht. Bei Gronk. Boah. Oh, es leckt, es leckt, es leckt, es Der leckt. Ösi hat sogar Weinfässer hier. Kein Wunder, dass der uns abfüllt. Ja, ich muss aber noch ein bisschen herumexperimentieren. Das Ganze zu machen ist sehr umständlich. Da brauche ich erstmal eine Fruchtpresse und das ist ziemlich kompliziert halt. Ich hatte tatsächlich überlegt, ich habe ja jetzt das Lagerhaus, hatte ich ja vorhin erzählt, ich habe ein Oldschool-Lagerhaus jetzt endlich gebaut und ich hatte überlegt, in das Dach quasi Solaranlagen einzusetzen. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür ich Strom brauche. Na, für die Maschinen wie Pulverizer und so und Redstone Furnace, damit du einfach nichts mehr mit Kohle antreiben brauchst. Gebt mir mal bitte eure Ja. Gläser. Welche Gläser? Ach so. Die von der Sake. Die brauche ich aber dann wieder. Ich glaube, er versuchte mit. Was Keine Ahnung, hat was er er jetzt vor? vorhat. Vielleicht will er das jetzt aus dem Tank wieder abfüllen. Ja, natürlich. Er füllt wieder Sake rein. Okay, ja stimmt, Und er will kläglich dran scheitern, glaube ich. in deine Kneipe brauche ich jetzt bei der Rundtour nicht gehen. Das sieht man, glaube ich, in einer der Folgen vor unserer Höhlentour. Das Ja, da hat ist. sich hier eigentlich nichts getan. Kleiner Spoiler, du musst einen Eimer nehmen und drei Gläser. In den Eimer füllst du die Sake rein. Ja. Weil der klaut sich einfach noch eine Sake, ich glaube, takt wohl. Da seht ihr mal, was die für Probleme haben. Ja. Ich habe ein Haus und ein Lagerhaus und hier wird Ach ja, und ich habe Sake jetzt auch hier noch gepresst. eine Kakaoplantage. Wo du jetzt weitergehst. Ach so, soll ich mir jetzt noch einen bechern oder was? Ah, ich bin Okay, ich nicht mehr denke, angetrunken, okay. okay. Gott. Ja, Klösterchen. Okay. Hui. Ja. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Ja.
Und hier habe ich noch hier eine kleine Imkerei. Da wird dann noch ein eigenes Haus dafür entstehen. Und meine Schmiede ist umgesetzt. Okay, hast du in den Berg eingelassen oder was? Genau. Und jetzt auf dem Berg da oben sind jetzt Villager-Fahrzeuge, die du gerade schon gesehen hast. Da habe ich Nö. Villager angesiedelt. Dann follow me. Der fliegt einfach schon mal drüber. Entschuldigung. So, Boah, zumindest. ich weiß nicht, woran das liegt, aber sobald wir in die Nähe vom Rathaus kommen, habe ich jedes Mal Performance-Einbrüche. Ja. Tito. Das waren am Anfang mal zwei Dorfbewohner, jetzt sind es 20. Achso, ja, das hatte ich im Chat irgendwie gelesen, dass die Hallo Frank. einen auf Karnickelchen gemacht haben. Ja, Ja, ein hier. bisschen. Elvis. The Ja, Dead sag ich Priest, doch, das ist so. Elvis! Ja, sicher ist das Elvis. Das ist so Wir ein haben sogar Las zwei Vegas von Elvis. denen. Was handelt der denn? Und die haben sogar einen Eisengolem auf dem Dach stehen. Alter, ernsthaft? Elvis handelt einen Plattenspieler. Ja, und der andere Elvis handelt mit Platten. Ja, hör mal, wenn das Zufall ist, ne, dann, boah, Alter, wo ist die Tür? Ich muss hier raus. Boah, Dito, aber irgendjemand macht die Türen doch wieder zu. Ja, das machen auch die Dorfbewohner gerne mal. Guck mal Ja, hier, das genieß waren noch die mal den einfach die Blick von Überbleibsel oben. von dem Dorf, das Nana, sag ich schon, das Wanderhalb abgerissen hat. Und da habe ich gedacht, das nutze ich einfach mal und ziehe hier wieder Bewohner an, dass wir was wem zum Handeln haben. So, jetzt will ich mir aber auch kurz mal dein Lagerhaus ansehen, wenn ich darf. Ach so, ja, da müssen wir allerdings, warte mal, wir müssen ein Stück laufen, das ist ein bisschen, also wenn wir von hier aus quasi hinter Wanwas Hütte gehen, weil ich habe es natürlich Der nicht Wann dahin, was war ja, so bist du schräg umgezogen oder durch. was? Behind my Ja, wenn du mein Altwohnort kennst du, ne, wo meine Schmiede steht. Ja, der Von da hinter aus, Nana. genau, von da aus quasi nur ein Stückchen nach Süden, weil da eine große Ebene mit ein, zwei Flüssen ist, wo ich mehr Platz habe und den Sumpf nicht terraformen Ah, muss. dann ist das dein Haus. Ah. Ja, da steht bis jetzt ein Haus und seit vorhin ein kleines Oldschool-Lagerhaus. Hab mir Wieso schon ist gedacht, da? so wem gehört das Haus denn? Clutch. What the Was? fuck? Achso, das sind diese Better Was ist das? Barrels. Ah, okay. Was macht das? Das bietet einfach viel Platz für ein Item, die Teile. Ach so, okay. Wär für mich eher ungeeignet, da ich irgendwie dann für jede einzelne Sorte von Gemüse sowas anlegen müsste. Ja Boah. gut, das. Wobei es hätte natürlich auch schon wieder einen gewissen Stil, ne? Das Weil stimmt allerdings. hier habe ich so Macht oft vielleicht schon irgendwann noch. vorgehabt, mal eine vernünftige Treppe hinzusetzen irgendwo, ne? Könnten wir gemeinsam machen. Das könnt ihr dann mit dem Vega kombinieren, dann haben wir mal einen vernünftigen Anschluss zu Quinn. Da kann mir einer von euch vielleicht verraten. Ich hatte mir mal. Wo geht's denn nochmal rauf? Fuck, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Ich hatte mir mal angeguckt, ihr habt ja bei euch diese Betonwege liegen. Ja, Ähm, das Rezept ist ja Concrete. irgendwie glatter Stein plus. Nee, Nein. Gravel. Du packst einfach Gravel in den Ofen. Ah, okay. Und Weil du bei hast meinem. gerade übrigens einen Hirsch bei dir laufen, Nana. Ich weiß. Okay, So, okay. ganz. Ne? So. Ja, hier oben ist ja That's my dear. die alte Hütte von Ich war Spiedel-Tischlein und eigentlich bisher mir. fast nie bei dir, fällt Wir mir gehen auf. hier lang, Ösi. Südlich. Okay. Aber da ich tatsächlich habe vorhabe, ein Dorf zu bauen, das auch mit Mauer und allem umgeben ist, brauchte ich ein bisschen mehr Platz und wollte den Sumpf nicht terraformen. Deswegen habe ich mich jetzt quasi hier unten niedergelassen. Okay. Ah, nee, ich dachte Du schon. hast so irgendwie so ein knochenförmiges Konstrukt bei dir stehen. Ich habe Ach, ich sehe schon. ein Die ersten knochenförmiges Risse. Konstrukt. Ja, wenn du da so vorstehst, das kann ich dir gleich mal zeigen. Ach so, du meinst aber nicht diesen Obsidian-Obelisken, der da irgendwo rumpimmelt. Nee, aber von dem geht keine Gefahr mehr aus. Das sieht aus, wenn du so davor stehst, sieht das aus wie so ein Grippe. Gerippe. Ja, das war so. Das wird allerdings noch abgedichtet. Da können wir direkt mal reingehen. Das ist der Anfang für das spätere. Der Arbeitstitel ist Ironforge. Ich hatte ja ganz am Anfang mal angekündigt, dass ich eine unterirdische Zwergenstadt bauen werde. Und ich habe quasi hier schon mal angefangen. Ja. Brauche ich Cobblestone zum Bauen und Stein und Materialien. Also werde ich hier quasi die Stadt, die ich oben baue, werde ich unter Höhlen und da die Zwergenstadt reinsetzen. Das ist zumindest Auf so der grobe Markert nach Plan. oder was? Willst du ein Markert nachbauen oder was? Ja, warum nicht? Aber 1:1 bitte. Der Elder Scrolls Anspielung halt, ne? Ich liebe The Elder Scrolls. Ich Also auch. insofern.
Ja, und bis jetzt steht halt ein Haus. Da habe ich gedacht, komm, baust du mal locker ein Haus in der Folge. Die Folge dauert irgendwie 47 Minuten und da war das Dach noch nicht fertig. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Oh, immerhin steht ein Bett drin. Ja. Ja, und dann halt das Oldschool-Lagerhaus, ne? Aber da kriegst du von mir einen richtig schönen Sarg irgendwann dahingestellt. Oh ja. Ja, und ich weiß, ihr steht alle total auf eure ME-Systeme, aber ich liebe halt Oldschool-Kistensammlungen. Ja, und hier Naja, oben hätte ich für halt. mich wäre es einfach ein bisschen zu viel gewesen, das Hier mit dem oben ganzen hätte ich halt Frischluft. Platz, ins Dach irgendwie Solarzellen einzulassen und hier oben keine Ahnung, was für Maschinen hinzustellen. Ich. Naja, da kann ich dir sonst auch ein bisschen helfen. Eine Saftpresse oder so. Eine Saftpresse. Ja, und das habe ich jetzt vorhin gemacht, bevor ich dann. Alter, was ist denn hier? Das ist eine Seuche, ehrlich. Ich könnte dann auch versuchen, einen Weg bis zu dir rüberzulegen. Ja, müssen wir mal Bist du gucken. Man dann. könnte von hier aus da an dem Baum vorbei, an Wanbas Haus vorbei, dann hätte man theoretisch schon den Anschluss. Aber da ich noch nicht so ganz sicher bin, wo ich die Mauer ziehen werde, ich will eigentlich diesen großen Baum mit einmauern. Ja, dann machst du dann einfach da, wo da kann man ja sonst dann nur noch ein bisschen versetzen wieder. Das ist jetzt das Problem. Ja. Ja, und Warte mal, hier klicken wir das entsteht aber auch halt. auf der Karte. Hier entsteht Oder halt beziehungsweise. Quintopia. Keine Ahnung. Übrigens, Quinn, anwesend? hab da was Feines für dich. Schon wieder was zu saufen? Quinn Und für dich Land. auch. So. Okay, das ist cool. Was? Du hast einen Bogen von mir bekommen. Oh, nice. Nehme ich gerne. Vielleicht hilft dir sowas ja auch. Kann man die denn wieder reparieren? Yep. Okay. Oh, echt? Ich habe den mal weggeworfen. Ich dachte, das Okay, sind kombiniere mit energiebetriebenem Spawner in einem Amboss, um Spawn-Typ einzustellen? Nee. Okay. Wird mal eingelagert. Haha. Ich gehe mal kurz pennen, damit wir Tageslicht haben. Oh. Ich finde es aber richtig nice gebaut, muss ich sagen. Vor allem dein Kopf da oben auf dem Lagerhaus ist wunderschön. Ja, ne? Ist der von der Höhlentour noch übrig? Ich Von habe der so ich hab Dungeon-Tour? viele Köpfe von mir selber, ne? Scheiß Egoiste. Egomane. Egozentriker? Bin ich sicher. Ja, hier kommt halt noch Zwischenboden rein und was weiß ich nicht was. Ich tendiere oder ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, in das Oldschool-Lagerhaus eine Geheimtür, wie auch immer, einzubauen und darin quasi dann nochmal separat ein ME-System einzubauen, aber das mache ich erst ganz am Ende. Du kannst natürlich klammheimlich, das wäre auch möglich. Das ME-System funktioniert ja nicht nur mit Dings hier, mit diesen komischen Disketten, sondern du kannst ja auch Truhen damit verbinden. Okay. Das heißt, ich müsste aber im Prinzip eine Doppelwand außen rumziehen, damit hinter den Kisten jeweils Verkabelungen quasi liegen, ne? Je nachdem. Also könntest du natürlich auch nur jetzt sagen, ich nehme jetzt so die Kisten am Boden, die anderen sind Deko oder sowas. Ja, okay, dann könnte man unter den Kisten immer einen Block Genau, weghauen, das das Kabel da wird weniger reinlegen. auffallen. Und unter Und ihr dann ist hast dann, du, ja. keine Ahnung, hier eine Geheimtür unter die Treppe und da ist dann der Zugriff fürs ME-System oder sowas. Das wäre tatsächlich eine Überlegung. Und dadurch, da du ja diese Carpenters Doors bauen kannst, kannst du die halt genau mit den gleichen Blöcken versehen. Genau, da wollte ich nochmal gucken. Ich kann doch, ich weiß gar nicht, Nana hat es, der Fischmarkt, war das deiner oder war der auch von Banba? Ich komme immer Der war durcheinander. Fischen. von wann war? Da kann man richtig schön so ein Rolltor reinmachen. Genau, das hatte ich nämlich, weil das kann man ja auch wiederum mit jedem Material verkleiden, ne? Korrekt. Wisst ihr, ob das eine bestimmte Breite haben muss oder würde das auch in diesem 3x3-Slot gehen? Warte mal. Müsste Nee, gehen. das geht auch mit dem 3x3. Du brauchst halt drei Stück, Carapace. eins für jede Reihe und das verbindet sich dann automatisch, wenn ich sie im Kopf habe. Denn das hier hinten? Es könnte diese komische bankrott gegangene Kuhfarm von Wanwa sein. Bankrott gegangene Kuhfarm ist auch Das schön. ist aus wie ein Hof. Ja, auch möglich. Ach so, das ist der Friedhof. Ihr erinnert euch, dass ich vor Ewigkeiten mal von einem Grafikfehler erzählt habe, als ich Metallzäune abgebaut habe? Ja. Ja, da habe ich hier zwischen den Dingern waren halt so Metallzäune und als ich die abgebaut habe, verschwand halt im Hintergrund der Fluss. Also das Flussbett war noch da, aber das Wasser war halt weg. Ach,
Ah! Den Friedhof lasse ich hier tatsächlich. Oder ist so ein komischer Schauergeist-Typ? Oh, Ösi, du bist mir gerade vors Schwert gesprungen, ne? Ja, geil, ich bin schon gewöhnt und jetzt Und ich habe zu ja dir noch, zu ich gehen. hab ja noch ein paar Skelettköpfe von unserer Höhlentour, die werden Hey, hier ein bisschen da ist ja drapiert. ein Hebel. Was? Ein Hebel. Ah, meins. Oh, kannst du Wow. haben. Zum Glück, dass du die Kiste bis jetzt noch nicht Wow. bemerkt hast. Nö, ach, ich bin hier noch nie So reingegangen. Ich habe nur die Hey, Eisengitter hier geklaut. oben ist Redstone. Wo? Ein Redstone. Ja, gehört Ich mir. weiß nicht, da drin ist nochmal eine Fackel. Ja, und das Redstone müsste jetzt aktiv sein. Ja. Aber warum liegt das hier vorne? Gerade Das eben ist. zufällig gesehen und dachte nur so, hä? Das hängt ja mit dem Schalter da drin zusammen. Ist hier vielleicht was drunter? Huch, da ist ein riesiges Loch nach unten. Was? Dem gehen wir jetzt mal auf die Spur. Wo Ich habe habe, ich, glaube ich, ich, gerade ein Gelaber zum Glück gehört. habe ich meine Riesenschaufel immer dabei. So war die Folge genauso produktiv, wie ich sie geplant hatte. Das Nicht. ist geil, ne? Ich habe gerade auch auf die Uhr geguckt, schon 16 Minuten jetzt, wir haben voll viel gemacht. Wir haben mal das wieder ein bisschen herumgezeigt. Irgendwie jedes Mal, wenn ich mit der anderen aufnehme, zeige ich nur Zeug herum. Okay, da war nichts. Ja, ich hab's gesehen. So, jetzt Kannst du das müssen Loch wir wenigstens wieder in. zumachen? Ja, Mama. Wunderschön. Du kannst So. übrigens im Nether wirklich solche Grabsteine abbauen. Also wirklich so wie solche Kreuze. Ja, aber ich finde das gerade auch ganz witzig. Kann man die hier Ja, das stimmt draufsetzen? schon. Na naja, gut, hier sieht es schon ein bisschen merkwürdig aus. Das Und wie sieht auch kannst so du immer noch merkwürdig mal aus, einen wenn die hier Grabstein? über in der Luft schweben. Ja, ist ja gut. Egal, es sieht ein Friedhof, ist mir doch egal. Oh, da gibt's lecker Lasagne. Nein. Oder vielleicht dort? Nein. Und das Schöne ist, durch unsere Höhlentour habe ich ja auch diese gebrochenen und diese bemoosten Ziegelsteine ein bisschen mitgenommen. Das heißt, ich kann den Friedhof theoretisch sogar erweitern. Ey, lass die Pferde leben, ich will mir noch ein, zwei zähmen. So. Nichts gesehen. Ja, wollt ihr jetzt irgendwie Folgenende oder wie lange wollt ihr machen? Oder. Ja, also ich nennt sich schon 18 Minuten. Ja, Ungefähr. dann würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach mal für diese Folge. Mal schauen, ob wir gleich Jo. noch eine zweite produktiv aufnehmen. Ich sage schönen Dank über den Daumen und einen Kommentar. Freue nicht nur ich mich, wahrscheinlich die anderen auch. Und haut Ja, rein. ja. Ja, tschüss. Ciao.